So Leute, da sind wir wieder bei Vegasylph. Mit mir, Sefi und Jutis. Bei Fire Emblem Vegasylph, ihr wisst schon. Ich muss mich ja nicht... Na, ich hör auf. Es lohnt ja eh nicht. Ja, wir hatten ja im letzten Part so einen kleinen Schnack hingelegt. Ja, das war lustig. Ja, fand ich auch. Das Kapitel, das raste. Wir sind ja schon fast fertig hier. Oh, Rayon ist ja verwandelt. Ja. Weiß auch nicht, irgendwie waren wir voll in unserem Schnack drin. Wir können uns ja ein anderes Thema erwähnen und darüber schnacken, während wir hier beschäftigt sind mit Aufräumen. Okay. Worüber möchtest du diesmal talken? Was ist denn ein schönes Thema? Wow, das ist das beste Thema im Leben. Das Thema des Themas. Ja, auf Ach und Krach ein Thema zu finden, ist ja auch mal ein bisschen schwer, ne? Ja, ich weiß gar nicht, wie wir drauf gekommen sind. Ach ja, der goldene Ritter. Ja, stimmt. Ah, da gab es doch auch so eine Burgruine, die hatten wir auch. Das ist nicht erwähnt? Ich glaube nicht. Auch wir hatten von dem Mittelalter-Ding hatten wir fast alles, was es gab. Ich hatte nur Piratenscheiß. Das hatten wir nicht. Wir waren da voll die Mittelalter-Dinge, Leute. Los. Wir waren da sehr mittelalterlich. Aber das ist jetzt ja auch nicht so das Problem. Ja, ja. Alter, die Treppen alle so schlecht. Haben die alle irgendwas geraucht? Oder ist das Ding einfach nur so, das Ding? Hallo, Ding. So, ich hoffe, da steht jetzt kein böser Bogenschützer, der daran gleich abknallt. Alter, was ist hier heute los? Die Dinger weichen ja wirklich alle mal aus. Haben die irgendwas gefressen oder bin ich nur so unachtsam? Keine Ahnung. Ich meine, der hatte immerhin 70. Das ist ja so auch nicht wenig. Na, kein Bogenschütze war dabei. Oh, da. Das ist ein Drittmeister, der gerade sagen, puppt sich als Schütze. Oh, das ist der Einzige. Ne, der eine sieht auch aus wie der noch, oder? Ja, da kann ich aber Oskar gleich hinschicken. Ach so. Zu dem einen. Der eine hat eine Kurzaxt. Wobei, da fällt mir ein, wir hatten bei unseren Ritter-Playmobil-Dingern immer nur Schwerter. Es gab keine Äxte oder so. Für Lanzen gab es, glaube ich, noch. Aber es gab da nur diese Turnierlanzen. Wir hatten bei unserem privaten Piratenset hatten wir immer solche Kanonen gehabt. Mhm. Da konntest du immer so ein Ding da rein packen. Keine Ahnung, so angebliche Kugeln halt, ne? Und dann hatten die hinten so ein Ding zum Ziehen. Mhm. Und dann flog das Teil dann durch die Gegend. Oh Gott. Das ist bei uns nur so rumgeflogen. Und das kann ich mir vorstellen. Total schlimm. Obwohl das komische ist, ich habe mehr mit den Haien gespielt als mit den Männchen. Ja, wir hatten auch Haie. Das war ganz lustig. Wir hatten immer nur auch mit du. Wir hatten, glaube ich, auch Orca und Delfine. Hatten wir auch. Auch von den Orca hatten wir, glaube ich. Wir hatten sogar einen Elefanten. Weißt du, so aus dem Zirkusset. Hm. Das hatten wir nämlich auch. Wir hatten sogar den großen Zirkus. Dann haben wir Militär. Mittelalter. Mittelalter, Militär und Zirkus miteinander kombiniert. Also da hatte ich dann zum Beispiel meine Burg und die hatten dann sich überlegt, ach, wir machen einen Zirkus, auch wir haben mit sonst nichts zu tun. Also meine Schwester und ich hatten dann halt immer so beide jeweils zwei verschiedene Burgen. Mhm. Die halt so miteinander befreundet waren, die standen auch relativ nah miteinander. Manchmal haben die auch Krieg gespielt und ich habe immer verloren. Aber meistens war ich auch immer diejenige, die den Krieg irgendwie provoziert hat, weil mir langweilig war. Lol. Oder wir hatten auch so Bullyland-Figuren. Jetzt gibt's ja nur noch Schleich. Hm. Und Bullyland waren halt so ähnlich, nur Tacken teurer, glaube ich. Und die hatten in meinen Augen viel bessere Qualität. Also die Schleiß, die finde ich heutzutage einfach nur noch billig. Und wir hatten wirklich jede Menge Figuren davon. Ich glaube, irgendwann also gegen Ende waren es über 200. Aber wir hatten alles. Wir hatten Bären, wir hatten Löwen. Die Löwen gehörten mir, das waren die Anführer von meinem Tal. Aber wir haben nämlich auch unsere Figuren immer getrennt. Die hatten dann so, meine Schwester hatte dann die eine Hälfte des Zimmers und ich hatte die andere. Das waren dann so die Täler. Hm. Und die Bären waren immer die Bösen. Frag mich nicht warum. Ja, Lagutslanzen. Hm. Okay, die Puck den da erstmal zu Tode. So, stirb, stirb, stirb. Und wir hatten Duplo. Ah, diese riesigen Brocken. Ja, ja, das ist vor allem das Geile, bei manchen passt da auch Lego drauf. Da hat man so ein bisschen... Ja, vor allen Dingen, ich glaube, das war auch so, wenn du... oh, danke schön. Wenn du das richtig gemacht hast, konntest du das so... Da passte das sogar. Mhm. Da war, ich glaube, ein normaler Duplo-Stand war dann, glaube ich, so die Hälfte oder so ein Viertel von dem
mit dem Duplo-Stein. Mhm. Und Polly Pocket hatten wir. Und wir hatten Autos. Oh, Polly Pocket. Ich weiß noch ganz genau, mein erstes Polly Pocket war so ein Restaurant-Gedöns, mhm, was eigentlich nur aufklappbar war und du deine Viecher da reinsetzen konntest. Das war Rast. Das wäre kurz nicht mal. Du konntest eigentlich nur so rumtüdeln, konntest nichts bewegen, konntest nichts machen oder sowas. Mhm. Wenn ich bedenke, später gab es ja so eine richtige Insel, wo mit Magneten, wo du dann die Figur da so rumgeführt hast. Ja. Das war ja schon dann ein Meilenstein. Ja, vor allen Dingen, ich finde es auch krass, wie sich die entwickelt haben. Ja, die sind jetzt so riesig, ne? Ja, die sind hier so fast ein Fingerbrot lang groß. So vom kleinen Finger vielleicht. Ja, früher, da hatte meine Mutter mal Angst gehabt, dass ich die verschlucke. Ja, ich denke auch, das wird der Grund sein, warum sie das geändert haben. Hm. Weil die Verschluckungsgefahr, das war ja eigentlich Kinderspielzeug. Und ich meine, ich wäre als Kind niemals auf die Idee kommen, die in den Mund zu nehmen. Also ich wusste eigentlich so, was essbar ist und was nicht. Und von daher fand ich das auch als Kind schon immer lachhaft. Ja, das stimmt. Aber okay, wenn du so ein dreijähriges Kind damit spielen lässt, ich meine, es gibt ja mal so unverantwortliche Eltern. Ja. Also da hört man in den Medien ja die heftigsten Sachen. Da kommt keiner ran. Da? Oh nee, steht ja nicht. Was hier? Elincia, hallo. Kann ich kämpfen? Nee. Nein. Ja, das ist ja absolut lächerlich. Ach, Jan auf das, der hat heute noch gar nichts gemacht, glaube ich. Und das passt sogar perfekt. So. Perfekt. Das passt. Ja, vor allen Dingen, das wird ja auch immer heftiger. Ja. Man hört ja mittlerweile immer öfter so, ja, Mutter hat Tochter oder Sohn in einer Müllhalde versteckt oder getötet nach der Geburt oder vergraben. Ja, das ist im Blumenkasten oder so. Hui, beholt Exitus. Nice. Sieht schick aus, finde ich. Ja, wo ich immer denke, er gerade gedacht hätte, das ist ein Kopfschmerz. Also, wow. Ja, das war eher so ein, ich bin so toll. Wahrscheinlich. Er hat sich so seine Haare aus dem Gesicht gemacht, die ihn gar nicht ins Gesicht geben, weil er ein Stimmbart trägt. Das ist relativ sinnlos, Volker, aber sei es mal dahingestellt. Ja. Ja, auf jeden Fall. Es gibt ja auch alles Mögliche, gab es ja nicht schon. No. Kinder in Tiefkühltruhen reingestopft oder irgendwo jahrelang eingesperrt. Ja, das finde ich vor allen Dingen schlimm. Was ist Zirk eigentlich? Zirk? Der ist ach da, ich habe ihn nicht gesehen, er war so grau. Ich dachte gerade so, Zirk, bist du gestorben? Ach, da ist Rieson. Leute, der rennt doch nicht weg. Oh Mann. Ja, weißt du, das ist, finde ich, total heftig. Vor allen Dingen, die Mütter sind sich meistens dann nicht mal einer Schuld bewusst. Mhm. Weißt du, die werden dann verurteilt und sagen so, ja, das ist gar nicht eigentlich, wofür ich verurteilt wurde. Also das find ich dann richtig krass. Das stimmt. Vor allen Dingen, wenn ich mit meinem Kind nicht klarkomme, dann gebe ich's ab. Das weiß man doch. Für gewöhnlich, ja. Also das wäre zumindest das, was ich machen würde. Ich würde mein Kind nicht einfach, wenn ich total überfordert wäre, in den Schrank, weißt du, so, Schrank auf, Kind rein, Klappe zu, Problem gelöst. Ja. Das ist ziemlich einfaches Denken. Da finde ich es schon besser, wenn sie die Kinder einfach an eine Kinderklappe abgeben. Hm. Komm hier. Die haben sich hergezaubert. Wow. Das wird ja irgendwie immer schlimmer. Ja. Oh, eben vorhin nur Schaden, schlimmer geht's wirklich nicht. Ja. Nimm mal den Dolch, ich muss ja nicht mal das gute Stilett benutzen. Aua, das ist bestimmt wehgeschaden. Das tut bestimmt noch mehr weh. Ja. Ich erstmal die Kehle aufgeschlitzt. Ach, Elincia kann das ja immer noch nicht. Nee. Oh, der hat einen Blizzard. Dass ich aber nicht klauen kann. Ich hätte das Elfenwind klauen können, aber das wäre jetzt auch nicht unbedingt Sinn der Sache gewesen. So, hey, ich habe einen Elfenwind. Was will ich damit? Ah. Ja. Ike ist immer schon auf 17 mittlerweile. Nicht schlecht. Ja, er schafft seine 20 noch. Irgendwann in diesem Leben. Und wenn es der Einzige ist, der es schafft. Ich wollte ja was mit so machen. Hallo, du komischer Mann. Hey, du bist ja auch ein Magier. Es kann nur einen geben. Der hat ja auch 28 KP. Ist das irgendwie so Standard?
gegnerische Weisen mit 80 KP. Das wäre ja wirklich lächerlich. So, und noch was? Selbst wenn sich die Erde unter ihm auftun würde. So. Ach, ich freue mich schon auf die fließende Bewegung in Rage and Dawn. Oh, allein der Klang des Titels frohlockt meine Ohren. Ich freue mich schon auf dieses. Ja. Und auf jenes. Ich freue mich eigentlich auf den gesamten Teil. Ich freue mich auch schon auf diese Fähigkeit. Ach, zum Beispiel Astra. Ja. So, dankeschön. Wir machen ihn waffenlos. Ich könnte die nächste Runde das Heilmittel klauen. So, und was ist denn mit dir nicht in Ordnung? Naja. Los, Sorel, mach ihn platt! Verschwinde! Verschwinde! Verschwinde doch selbst! So, der wird aufgehört mit seinem Schwachsinn der Gerechtigkeit. Ja, sein Runenschwert ist auch ziemlich tricky, weil mit jedem Schlag heilt er sich. Ist ja nicht so, dass er sich nicht heilen würde, weil er da steht. Kuckuck! Oh. Ja. Ha! Wow. Ja! Wow. Wow. Ich liebe euch ja mit ihm das Heilmittel, du bist nur immer, dass es das irgendwo lieben wird. Schnell weg. Wow, Elincia tut mir was Sinnvolles. Das ist ja wenigstens ungefährlich. Selbst sie würde sich wahrscheinlich dabei das Genick gebrochen. Ja. So. Kann die Party ja anfangen. So war das irgendwie nicht kaputt. Ich hatte eigentlich noch gedacht, dass Tiago irgendwas aktiviert. Kann er mit so nochmal vorschwingen. Das Problem ist nur, wenn der Angriff dann tilletiziert. Deswegen. Tschüssi! Aiki! Der nächste, bitte. Ich will. Guck mal, das sieht doch schon ganz anders aus. Ja. Und Aiki braucht die EP. Siehst du nicht, wie er nach EP lechzt? Ja, er ist ja auch so ein Verschwinde! Verschwinde! Du bist also dieser Bertram. Tut mir leid, aber ich kann jetzt nicht verschwinden. Mich töten! Was? Töte mich! Töte mich! Was geht hier vor? Bist du verrückt? Ja! Was für geistreiche Dialoge. Ich hab immer die schweren Dialoge, ist ja schon mal aufgefallen. Ja. Ja! Freiheit! Vor allen Dingen, ich mach mir mal Dialoge schwer. Naja, ich kann mir da nicht viel schwer machen. Nein, er macht sie ja schon schwer. Das einzige Schwere darum war einfach Schwinde. Da reagiert sogar mein Kaninchen drauf. So, wir haben einen Runensperr, jetzt müssen wir noch warten. Hey! Naja. Ey, so viel Zeit muss sein. Selbst wenn wir den Part überziehen. Das ist mir jetzt wunderbar. Die mache ich noch kalt. Du hast auch noch Zeit. Echt? Ja, 13. Wow, das ist ja noch gar nicht so viel. So viel Dialog gibt es ja, glaube ich, auch gar nicht. Das ist ja eigentlich nur so, hey, wir haben die Festung eingenommen, aber unser Kampf geht weiter. Gute Nacht. Erinnert mich an Shadow Dragon. Stimmt. Ich wollte gerade sagen, wo kenne ich doch diese geistreichen Dialoge? Ja, ein Spiel, das... Obwohl, ich finde, hätten sie da die Dialoge ein bisschen aufpoliert, wäre es richtig geil geworden. Dann wäre es ein richtig guter Titel, aber nein. Man hätte Charaktere nicht einfach so... Hey, ich will auch was tun! Du kannst verschwinden. Oh, mir kommt eine perfide Idee. Ah, ich weiß, welche die beinhaltet. Die beinhaltet Mr. Exitus. Dass er möglichst nicht aktivieren sollte. Und dann in den Z- Dankeschön, Volker. Na, du hast ja noch Raison. Ah. Ich bin nur froh, dass ich nicht für jeden Kill bezahlen muss. Ey, was hat der für Schuhe? Guck dir mal die Bottiche an. Ich sehe gar nichts. Entschuldigung. Volker, geh weg. Da. Oh Gott. Das sind ja voll die Bottiche. Da schreckt sich sogar mein Kaninchen vor diesen hässlichen Schuhen. Ich bin eigentlich kein Schuhfetischist. Aber. Du kein Schuhfetischist? Also, mein Regal ist nicht voller Schuhe. Ich besitze drei Paar Schuhe. So meine ich das nicht. Vier, meine Hallenschuhe mit einbezogen. Ich meine, war eher darauf. Oh, das fällt schön.
eher darauf bezogen, dass du schon ziemlich auf Schuhe achtest, nicht, dass du viele besitzt. Nein, also, okay, ist halt auch so ein bisschen... Das gehört ja zum Outfit dazu, weißt du, ich kann mich nicht blau anziehen und dazu irgendwie, keine Ahnung, pinke Schuhe anziehen. Kann man schon. Ja, aber es sieht nicht aus. Weißt du, es muss halt schon zusammenpassen, finde ich. So, jetzt aber. Und tschüss! Ich kann nicht jetzt. Wer bist du denn? So, die feindlichen Truppen fliehen. Sollen wir sie verfolgen? Nein, lass sie. Wir haben heute schon genug gekämpft. Gott, ist so nässiges Grün. Ja, ne? Deine Männer sollen in die Festung gehen und sich ausruhen. Ja, Sir, wir haben zwar nichts getan, aber was los? Ba, 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 Schloss Primär. Mal wieder. Immer noch. Ist das jetzt bei jedem Kapitel so, dass wir eine Szene bei denen kriegen? Keine Ahnung. Verstehe. Primär hat also einen weiteren Sieg davongetragen. Nun, schickt den Rest unserer Truppen als Verstärkung zum Schloss Nardos. General Hafet soll den Befehl übernehmen und sich mit und sich ihnen auseinandersetzen. Aber das bedeutet, dass die Hauptstadt nur von der königlichen Garde bewacht wird. Du vergisst dich selbst, Ritter. Ich werde auch hier sein. Wenn sie Hafet besiegen und es bis hierher schaffen, dann sind sie es wert, mit mir die Klingen zu kreuzen. Klingt schwul. Darf ich euch eine Frage stellen, Eure Hoheit? Warum teilt ihr eure Gruppen auf und gebt den Gegner dadurch einen Vorteil? Es scheint, als würdet ihr... Als würde ich... Was? Sprich weiter. Ich hab das Sprich vergessen. Als würdet ihr euch wünschen, dass die Armee von Crimea weiter siegt und ihren Weg hierher zu euch schafft. Das kann ich nicht verleugnen. Wollt ihr damit sagen, dass ihr die Niederlage Deins erwünscht? Nein, das tue ich nicht. Wenn man genauer drüber nachdenkt, kann Dain gar nicht verlieren. Wir hatten viele Pläne, als wir diesen Krieg begannen. Wir haben viele Fallstudien erstellt, viele Voraussagen. Aber wie du weißt, wurden unsere Voraussagen von der Wirklichkeit von diesem Lumpenpakt zunichte gemacht. Was war da? War das Glück? Oder hängt es mit den Fähigkeiten der einzelnen Soldaten zusammen? Und wenn das so ist, bist du dann nicht daran interessiert, wie weit sie es wohl schaffen werden? Ich verstehe das nicht. Perfekt! Mich stachelt mein Intellekt so sehr an wie ein Krieg. Komm, Primär, lass mich deine noblen Herzen kosten. Götz. Ja, was gibt es nicht über einen verrückten Bösewicht? Oh, wir sind hier schon fertig. Ja. Mensch, das ging ja flott. Haben wir noch Zeit? 17. Und nicht. Gut. Weißt du, Part zu Ende, Leute. Bis zum nächsten Mal.